Manchmal glaube ich, dass ich noch nicht lange genug diesen Content hier mache, aber für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, billig heißt nicht gleich schlecht. Und ich zeige euch heute ein paar Produkte, die wirklich an der Grenze zu sehr, sehr günstig sind, dass es schon fast unglaubwürdig klingt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst es, die Drogerie ist meine große Liebe. Ich liebe High-End-Make-up und auch im High-End-Bereich gibt es natürlich ab und zu tolle Produkte, die definitiv ihr Geld wert sind. Aber es gibt auch so Situation im Leben oder auch im Alltag, wo man einfach nicht viel Geld ausgeben möchte oder auch nicht kann. Und meine Aufgabe ist es, dass sich alle Menschen, die die Videos schauen, etwas finden, womit sie sich gut fühlen können. Und das unabhängig vom Geldbeutel. Und deswegen habe ich euch hier ein paar Produkte aus der Drogerie rausgesucht, die meiner Meinung nach sehr vielseitig einzusetzen sind und auch noch günstig sind. Denn so kann man ein bisschen Geld sparen, wenn man vielleicht ein Produkt auch zweckentfremden kann. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Zuallererst hoffe ich, dass es euch natürlich gut geht und ihr eine wunderschöne Zeit habt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Wir verlieren auch gar keine Zeit und starten direkt mit dem ersten, nämlich dem Produkt, welches ich schon im Gesicht habe. Und das ist von Essence, der Skin Tint. Ein Hydrating, natürliches Finish mit Lichtschutzfaktor 30. Die ist recht neu dazugekommen. Es gibt dazu, glaube ich, auch ein ganzes Video auf meinem Kanal. Ich verlinke euch das einmal hier in der Ecke. Die Foundation hat eine sehr, sehr gute Deckkraft, aber nicht zu maskenhaft. Maskenhafte Make-ups wollen wir heutzutage seltener und funktionieren auch nicht mehr ganz so gut. Diese leichteren Formulierungen mit mehr hautpflegenden Inhaltsstoffen sind einfach deutlich natürlicher auf der Haut und du kannst sie auch aufbauen, um so ein bisschen mehr rauszukriegen. Der Skin Tint ist in sehr vielen Farben erhältlich. Nicht alles ist in den Drogerien, aber ihr findet online bei Essence und ich glaube auch bei DM, Rossmann, Müller mit Sicherheit auch eine erweiterte Shade Range. Große, große Empfehlung. Ich trage die 30, die passt im Moment sehr, sehr gut bei mir. Ich kann aber auch mit der 20 gehen. Die Untertöne sind ebenfalls sehr gut. Da muss man sich so ein bisschen durchklicken. Ich empfehle euch, wenn ihr in der Drogerie seid und euch für die Foundation entscheiden wollt, swatcht ein paar Farben, am besten in der Reihenfolge 20, 30, 40 vielleicht, geht euren Einkauf machen und geht erst dann wieder zurück zum Make-up, weil manchmal sich einige Farben unabhängig von der gesamten Formulierung unterschiedlich verhalten können. Manchmal kann es sein, dass die 20 mehr oxidiert als die 40, die 50 kann deutlich dunkler sein als die 30. Da muss man sich immer so ein bisschen durchschauen. Dann habt ihr mit dem Skin Tint ein sehr, sehr gutes Make-up. Wenn wir schon bei Essence sind, dann freue ich mich, dass wir nochmal hierüber sprechen können. Das ist der Blush Crush. Auch der ist aus dem neuen Sortiment dazugekommen. Ich habe ihn hier in der Farbe Karamell Latte. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Für mich ist Karamell Latte aber die schönste Farbe, gerade jetzt auch für diese Jahreszeit. Karamell Latte ist recht dunkel, sehr bräunlich. Entschuldigt bitte den Unterschied meiner Arme. Ich mache gerade einen Test für euch. Er hat einen leichten Schimmer mit drin und ist dadurch sehr vielseitig einzusetzen. Entweder ihr benutzt ihn als Blush oder ihr benutzt ihn auf den Augen. Oder ihr benutzt den, so wie ich am liebsten, als irgendwie so dazwischen. Ganz leicht reingehen, die sind sehr pigmentiert und dann einfach hier hinsetzen, wo ihr üblicherweise Blush und Bronzer aufsetzen würdet. Und so habt ihr den perfekten sommerlichen Ton, der auch so ein bisschen als Bronzer funktioniert. Oder wenn es ganz leicht sein soll, funktioniert der natürlich auch perfekt auf dem Auge. Die Farbe ist sehr, sehr gut pigmentiert. Schaut mal, der betont richtig schön den Wangenknochen. Ich mache das ganz gerne. Ich habe das von meiner Tante gelernt. Die macht das eigentlich nämlich immer so. Sie konturiert mit Blush. Das war früher auch gang und gäbe. Aber es geht halt nicht mit jeder Farbe. Ich würde das beispielsweise niemals mit so einem pinken Ton machen, sondern eher mit etwas kühlerem, eher etwas dunklerem. Und dann kann man den auch sehr, sehr schön über das gesamte Gesicht geben und hat einfach so einen Sonnenküstenlook. Reden wir einmal über Lidschatten und ich habe eine neulich zufällig entdeckt, weil ich eine Kampagne gedreht habe für Rossmann und ich konnte mich aber nicht mehr daran erinnern, um welches Produkt es geht. Ich bin losgegangen und habe einfach ein paar verschiedene Lidschattenpaletten geholt und habe von Rivaldi Loop diese hier gefunden, die Nude Matte Palette. Die hatte ich vorher noch nie benutzt. Aber die erinnert mich doch schon sogar ein bisschen an die Make-up bei Mario Palette. Ihr habt kühle und warme Farben mit drin. Und was ist der Vorteil hiermit? Nicht nur, dass ihr die Palette erstmal sehr, sehr schön auf dem Auge benutzen könnt. Natürlich ist sie bei weitem nicht so stark pigmentiert wie vielleicht eine für 50 Euro. Aber darum geht es gar nicht unbedingt. Sondern eher um die, wie kann ich die Palette vielseitig einsetzen. Ihr habt Farben mit drin, mit denen ihr gut ein bisschen konturieren könnt. Ihr könnt mit der Palette, wenn es zu eurer Hautfarbe passt, einige Schattierungen setzen oder einfach euer Auge so ein bisschen einrahmen. Ich finde, mit diesen kühlen Paletten funktioniert das immer ganz besonders gut, weil die natürlich sehr, sehr leicht sind. Und gerade weil die Palette so, ich will nicht sagen, sie ist so
leicht pigmentiert. Sie ist gut pigmentiert, aber natürlich dem Preis entsprechend, ne? Könnt ihr damit ganz, ganz viel machen. Auch eine Möglichkeit, die bei mir nicht so gut funktioniert, weil ich einfach ein sehr, sehr dunkler Haartyp bin. Falls ihr hellere Haare habt, blond, weiß, grau, habt ihr hiermit die perfekten Augenbrauenfarben. Mit einem kleinen Pinsel einfach nehmen, beispielsweise diese hier, vielleicht mischen mit ein bisschen was Wärmerem und dann könnt ihr eure Augenbrauen damit auffüllen. Funktioniert sehr, sehr gut und was ich persönlich besonders gut finde, sind diese beiden hellen Farben. Ein sehr, sehr weißer Ton und ein bisschen wärmerer, ein bisschen gelbstichiger Ton, mit dem man auch gleich ein paar matte Highlights setzen kann. Probiert die gerne mal aus, schreibt mir dazu euer Feedback einmal in die Kommentare. Dafür mag ich die persönlich sehr, sehr gerne. Falls ihr eher auf cremige Produkte steht, habe ich hier noch eine neue Empfehlung von Trend It Up. Das ist sehr, sehr neu mit dazugekommen. Das sind die Contour Sticks. Ich benutze den am liebsten in der kühleren Farbe. Die sind nicht nur unglaublich pigmentiert, sondern auch super einfach zu verblenden. Wenn ihr vielleicht gerade mit Make-up anfangt, habt ihr hiermit die perfekte Textur, um euer Gesicht zu konturieren, falls ihr das möchtet. Ich zeige euch das einmal hier in der Aufnahme. Ihr seht es, wie intensiv die Farbe ist. Die hält sehr, 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 sehr gut. Und ihr habt hier eine Menge Produkt mit drin. Hier sind 12 Gramm mit drin. Das ist eine Standardgröße für einen Concealer ungefähr. Meistens hat Concealer sogar nur 7 Gramm mit drin. Aber die Deckkraft und die Langlebigkeit des Produkts ist meiner Meinung nach besser als viele, viele teuren Produkte und für mich auch mittlerweile schon eins der Jahresfavoriten für dieses Jahr. Für die Lippen gebe ich euch gerne zwei verschiedene Alternativen mit. Einmal habe ich hier von Catrice den Plump It Up Lip Booster. Der hat natürlich so einen leichten bitzelnden Effekt. Ich habe ihn hier in der Farbe Real Talk. Catrice wechselt oft die Lippenprodukte im Sortiment, aber Real Talk ist so ein richtig schöner, leichter, schon fast kühler Pinkton. Ich sehe jetzt natürlich sehr getannt, sehr gebräunt aus und da ist der natürlich ein bisschen hell, aber in Kombination mit einem Lip Liner vielleicht eine gute Sache. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Die Plumping-Produkte von Catrice sind eine große Empfehlung. Sie sind günstig, sie halten sehr, sehr gut und sie haben eine gute, gute Farbabgabe. Falls ihr diesen Plumping-Effekt nicht mögt, sind wir nochmal kurz bei Trend It Up und da haben sie hier die Shine and Click Gloss in a Stick-Produkte rausgebracht. Das ist eine günstige Alternative zu vielen Produkten, die wir gerade im High-End-Make-up sehen oder im teureren Drogeriebereich. Ich glaube, NYX hat auch welche rausgebracht. Diese hier sind nicht plumpend. Die haben keinen Plumping-Effekt, aber eine sehr intensive Farbabgabe. Ihr drückt hier unten raus. Bitte drückt nicht zu weit raus, sonst verschwendet ihr einfach zu viel Produkt. Ganz, ganz leicht. Ich trage gerade die Farbe 020. Ist perfekt für unterwegs, ist eine sehr, sehr schöne, kühle, braune Farbe und hält auch ganz gut. Natürlich ist es ein Gloss, der hält nicht so lange wie ein Liquid Lipstick, ist aber für diesen natürlichen Look eine sehr, sehr gute Sache. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auch Trend It Up hat dieses Jahr das Sortiment sehr, sehr gut erweitert mit vielen Produkten, die sehr im Trend sind, aber nicht so virale Produkte, Hauptsache man hat das Produkt, sondern gut konzipierte Produkte mit einer sehr konsequent guten Qualität. Das gilt natürlich aktuell auch für die Eigenmarken von Rossmann, Rival de Loup, Rival Loves Me. Man merkt einfach, dass günstige Produkte nicht mehr schlecht sind. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Drogerieprodukte zu benutzen, dass es sehr, sehr viele Produkte gab, die einfach vielleicht ein bisschen unterperformt haben. Mittlerweile merkst du teilweise gar keinen Unterschied und ich probiere die Produkte einfach auch immer wieder gerne aus, damit ihr dann auch die guten Produkte findet. Falls ihr eine günstige und gute Mascara sucht, empfehle ich euch wirklich Rival Loves Me. Das ist nochmal eine Eigenmarke von Rossmann. Es gibt einmal Rival de Loup und einmal Rival Loves Me. Das sind zwei unterschiedliche Marken. Ich habe mich jetzt hier für die Hyperlicious Mascara entschieden. Prinzipiell funktioniert aber jede Mascara von Rival Loves Me sehr, sehr gut. Ihr habt eine Vielzahl an verschiedenen Bürsten, die ihr benutzen könnt. Ihr habt tiefes Schwarz. Es gibt mittlerweile auch braune Mascaren und auch bunte Mascaren, wer das vielleicht mag. Ihr habt sehr, sehr gute, langanhaltende Produkte, egal ob wasserfest oder nicht. Beispielsweise habe ich jetzt hier die Hyperlicious, die hat natürlich ein sehr, 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 sehr großes Bürstchen. Aber meines Erachtens nach gibt es die besten, sehr, sehr günstigen Mascaren bei Rival Loves Me und dann auch eins weiter ist dann bei Essence, da kostet es dann meistens aber nochmal 1 Euro mehr. Ich bin gespannt, was ihr vielleicht noch für super günstige Produkte kennt. Dann helft uns gerne gegenseitig in der Community, in den Kommentaren. Ich schaue dann mal, was es da alles so gibt. Vielleicht finde ich auch noch das ein oder andere Schätzchen. Dann schaue ich da gerne vorbei. Fühlt euch geküsst, lasst euch nicht unter Druck setzen von teurem Make-up. Bis zum nächsten Mal.